Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 67, Antrag der Fraktion der SPD betreffend Lehrkräfte am Limit. Landesregierung muss ihrer Fürsorgepflicht endlich nachkommen. Drucksache 19/6411, vereinbarte Redezeit 10 Minuten. Und als Erstes spricht Kollege Degen für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Erst vergangenen Sonntag habe ich einen ehemaligen Lehrerkollegen getroffen, der erkrankt ist, seit knapp 2 Jahren leider im Rollstuhl sitzt, möglicherweise vor der Dienstunfähigkeit steht, und der mir im Gespräch sagte, übrigens auch vor 2 Jahren hätte er eine Überlastungsanzeige gestellt. Ich will gar nicht sagen, dass das in einem Zusammenhang steht. Das kann wahrscheinlich so abstrakt niemand beurteilen. Aber was mir der Kollege in dem Gespräch zum Ausdruck gebracht hat, war seine große Enttäuschung darüber, dass er auf diese Überlastungsanzeige vor 2 Jahren nicht einmal eine Eingangsbestätigung erhalten hat. Meine Damen und Herren, das ist so nicht in Ordnung, und das ist kein Klima der Wertschätzung. Ein solcher Umgang ist kein Klima der Wertschätzung mit unseren rund 60.000 Lehrkräften und denen, die hier im Grunde sich eingestehen, öffentlich eingestehen, dass sie an Grenzen angekommen sind. Und das ist kein Einzelfall, meine Damen und Herren. Erst gestern Abend um 20.46 Uhr, vermutlich bei den Kollegen auch, gab es eine weitere Überlastungsanzeige, die bei uns einging, auch in die Presse ging, von der Georg-Büchner-Schule in Frankfurt. Das war übrigens nicht das erste Mal, das war schon die dritte Überlastungsanzeige dieser Schule, weil eben bis dato nichts erfolgt ist, meine Damen und Herren. Ich will kurz daraus vorlesen. Wir wiederholen mit diesem Schreiben, dass uns aufgrund der extrem gewachsenen Zahl an dienstlichen Aufgaben und deren Umfang wir uns nicht mehr in der Lage sehen, unsere Arbeit vollständig in qualitativ angemessener Weise und in der erforderlichen Sorgfalt auszuführen und dass wir dadurch unsere Gesundheit gefährdet sehen. Wir weisen erneut darauf hin, dass aufgrund der nicht mehr möglichen ordnungsgemäßen Ausführung aller Dienstpflichten oder aufgrund von Fehlern, die dadurch auftreten können, auch Dritte geschädigt werden können, vor allem Schülerinnen und Schüler, und nicht mehr die optimale Unterrichtsqualität, Betreuung, Beurteilung und Aufsicht, die sie nicht mehr erhalten, meine Damen und Herren. Nach dem Arbeitsschutzgesetz bedeutet eine solche Anzeige, dass die Lehrkräfte ihre Gesundheit und Sicherheit eben unmittelbar gefährdet sehen. Und ich sage Ihnen, so etwas unterschreibt niemand, weil er einmal einen schlechten Tag hatte, meine Damen und Herren. Das sind triftige Gründe, die Leute dazu veranlassen. Und deshalb haben wir uns entschlossen, auch diese Überlastungsanzeigen heute hier zu thematisieren. Es sind Anzeigen aller Schulformen und aus allen Regionen Hessens. Und auch nicht ohne Grund gibt es diese Woche eine Protestaktion im ganzen Land, übrigens heute um 16.30 Uhr vor dem Kultusministerium, wo auch noch einmal, und das wird sicherlich mehr Zeit sein, als an dieser Stelle Überlastungsanzeigen vorgelesen werden. Ich habe ein weiteres Beispiel mitgebracht, um noch einmal deutlich zu machen, woher das irgendwie alles kommt. Eine Grundschule hat uns hier geschrieben, soziale Probleme, häusliche Vernachlässigungen, Konflikte, die nicht selten körperlich ausgetragen werden, Aufmerksamkeitsstörungen, Lernschwierigkeiten, hohe Anzahl an Kindern mit Anpassungsschwierigkeiten, geringen Deutschkenntnissen, Zusammenarbeit mit Elterntherapeuten, Gespräche mit Logopäden, Ergotherapeuten, Kinderärzten, Psychologen, Psychiatern. Die Liste lässt sich weiter fortsetzen, meine Damen und Herren. Allein das ist ein Ausdruck der gestiegenen Anforderungen an unsere Lehrkräfte, worauf keine Lösungen oder Unterrichtsversorgungen aus den 80er Jahren, meine Damen und Herren, eben Rechnung tragen können. Man muss hier auch eine Lehrerversorgung, eine Zuweisung auf der Höhe der Zeit gestalten. Und dazu kommt, dass Unterricht ausfällt. Wir haben darüber in der vergangenen Plenarwoche gesprochen. Daraufhin hat sich ein Kollege bei mir gemeldet, der einfach mal mir ein Beispiel gegeben hat. Er schreibt, 4 Stunden wöchentlich, an denen er normalerweise 2 Klassen auf einmal unterrichten muss, meine Damen und Herren. Auch das hat etwas mit Überlastungen zu tun. Damit man am besten Ende gute Zahlen ans Ministerium liefern kann, lässt man Lehrkräfte gleich 2 Klassen unterrichten. Er schreibt hier, so unterrichtete ich am Freitag, den 4.4. in der 1. und 2. Stunde in meiner Matheklasse und wäre gleichzeitig im Raum 417 in Geschichte unterwegs. Bemerkenswert sei auch die Situation, dass er gleichzeitig Sport in der Sporthalle geben soll und 400 Meter entfernt
Aufsicht führen soll. All das bringt Lehrkräfte an ihre Grenzen, und all das hat etwas damit zu tun, dass wir nicht ausreichend Vertretungsreserven in unseren Schulen haben und Unterrichtsausfall stattfindet und das am Ende auch zu Überlastungen führt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich will einfach an dieser Stelle ein Dankeschön an all die sagen, die jeden Tag rund 30 Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichen Persönlichkeiten, die alle ihr Päckchen zu tragen haben, unterrichten, Lernprozesse gestalten. Ich bedanke mich ausdrücklich eben bei denen, die bereit sind, auch darüber zu reden, dass sie an ihre Grenzen kommen oder diese Grenzen schon längst überschritten haben. Was macht die Landesregierung? Was macht die Landesregierung? Sie macht es eigentlich ähnlich wie beim Unterrichtsausfall. Einerseits gibt es keine Daten, man weiß eigentlich gar nichts, eigentlich darf es doch alles gar nicht sein. Aber andererseits eben, sind Lehrkräfte nicht überlastet. Diese Aussage trifft man und redet das alles schön. Das passt nicht zusammen, das geht so nicht und zeigt einfach wieder nur die Ahnungslosigkeit des Kultusministers, meine Damen und Herren. Auch Krankheitstage von Lehrkräften sind ein Staatsgeheimnis. Die Landesregierung wird ihrer Fürsorgepflicht nicht gerecht. Und das ist alles kein respektvoller Umgang mit Beschäftigten. Auch hier sieht man, wie beim Unterrichtsausfall, was andere Länder dokumentieren können, dass es anders geht. Es gibt in Rheinland-Pfalz ein Institut für Lehrergesundheit, das jährlich einen Bericht über einen Gesundheitsbericht über die staatlich Bediensteten im Schuldienst herausgibt. Das, meine Damen und Herren, wäre einmal ein ernsthaftes Zeichen, die Überlastung ernst zu nehmen und sich wirklich mit der Frage von steigenden Krankheiten bei Lehrkräften auseinanderzusetzen. Anstatt hier ernsthaft vorzugehen, gibt es oder gab es Disziplinarverfahren gegen Lehrkräfte, Schulleiter, wenn einbestellt, wenn sie sich kritisch äußern. Es gibt Leute, die sich gar nicht mehr trauen. Ich rede da gar nicht von der SPD, da haben wir ja schon auch letztes Mal darüber gesprochen, wie damit umgegangen wird, wenn Leute sich in Parteien engagieren, die nicht die CDU sind. Meine Damen und Herren, aber auch Leute, die sich in Verbänden engagieren, bei der GEW, in Vereinigungen, all das, meine Damen und Herren, ist inzwischen ein Kriterium in der Schulaufsicht bei Lehrkräften, dass man sagt, das lasse ich lieber sein, das kann am Ende meine Karriere gefährden, meine Damen und Herren. Das ist nicht mehr demokratisch in Hessen. Und ich weiß, wir werden wahrscheinlich heute wieder eine Arie hören über die fantastischen Allzeithochs in Hessen. Auch dazu will ich etwas sagen. Gestern haben wir gehört, 127,6 Unterrichtsversorgung. Meine Damen und Herren, solche Zahlen sind blanker Hohn in den Ohren der Lehrkräfte. Natürlich steigen Aufgaben, und natürlich gibt es mehr Stellen für Ganztag, weil Schule länger dauert. Natürlich brauche ich dafür eine andere Lehrerversorgung und mehr Lehrer, aber all das reicht doch längst noch nicht, um den Herausforderungen der Gegenwart gerecht zu werden, meine Damen und Herren. Solche Prozent- und Statistikzahlen sind dreist, frech und arrogant. Ich will das noch einmal an zwei Beispielen festmachen, weil ich glaube, auch manche Kollegen, auch der Regierungsfraktionen, wissen da nicht immer so ganz, was ihre Regierung macht. Ein Beispiel: Es gibt jetzt, soll geben, neue Konrektorenstellen für Grundschulen. Das hört sich gut an. Das können die auch gebrauchen. Bloß, was die brauchen, sind Konrektoren, die auch ein Stundendeputat haben. Das heißt, eine echte Entlastung für die Schulleitung und die Leitungsaufgaben. Was jetzt passiert bei den zusätzlichen Konrektorenstellen, sind Leute, die mehr die Aufgaben auszuführen haben, aber die überhaupt keine einzige Stunde an Plus in der Schulleitung haben. Sie verteilen einfach die Aufgaben auf mehreren Köpfen, ohne sie dafür zeitlich zu entlasten. Und genauso ist es mit der Schulsozialarbeit, meine Damen und Herren. Die haben Sie zusammengestrichen. Sie haben die Landeszuweisungen für Schulsozialarbeit in den letzten Jahren zusammengestrichen und haben jetzt etwas eingeführt, das nennen Sie UBUS oder USF. Und man kann ja in Pressemeldungen mancher Kollegen entnehmen, dass man gar nicht verstanden hat, dass das keine Schulsozialarbeit ist. Das ist keine Schulsozialarbeit. Das ist etwas Unterstützung, etwas Multiprofessionalität, aber kein Beitrag zu echter Schulsozialarbeit in Hessen, die Schulen wirklich entlasten würde, meine Damen und Herren. Und auch zum Märchen der bundesweit tollen Lehrerversorgung. Ich hatte eine Anfrage gestellt zur Anzahl der Wochenstunden. Beispiel Grundschule will ich das einmal kurz darstellen. Ich habe es zusammengerechnet, weil es Ihrer Antwort nicht zu entnehmen war, Herr Kultusminister. In Hessen, am Beispiel Grundschulen, haben Schüler 92 Wochenstunden im Laufe ihrer Schulzeit.
Das ist das absolute Minimum in Deutschland, meine Damen und Herren. 100% in Hessen sind deutlich weniger als 100% in anderen Ländern. Ich nehme mal Baden-Württemberg, 102 Stunden in der Grundschulzeit, Bayern 104 Stunden, Hamburg 108 Stunden, meine Damen und Herren. Sie vergleichen Äpfel mit Birnen mit Ihren Prozentzahlen. Lassen Sie das sein und statten Sie wirklich endlich die Schulen angemessen aus. Was wir brauchen, ist eine Wiederherstellung eines vertrauensvollen Verhältnisses zwischen HKM, zwischen Schulaufsicht und Schulen. Wir brauchen eine Erhebung von Krankheitstagen, um effektiv endlich gegen Überlastung vorzugehen. Wir brauchen eine Arbeitszeitstudie. Wir werden eine Anhörung durchführen, gemeinsam mit der FDP, weil Sie dazu nicht in der Lage sind. Wir brauchen echte Vertretungsreserven. Wir brauchen mehr Deputate für Lehrkräfte und für Schulleitungen. Wir brauchen echte Schulsozialarbeit, eine schulscharfe Ausstattung mit dem Sozialindex, meine Damen und Herren. Wir müssen auch die Schulträger unterstützen, ihre Schulen stetig zu modernisieren und nicht nur Bundesgeld weiterzugeben. Wir brauchen eine faire Bezahlung der Lehrkräfte und die Übertragung der Tarifergebnisse auf die Beamten, meine Damen und Herren. All das sind nur einige Punkte, die wirklich dazu beitragen können, Entlastungen an Schulen herbeizuführen. Die Redezeit ist schon zu Ende. Ich komme zum Schluss. Bitte verschonen Sie uns heute einmal mit Ihren Zahlen aus dem letzten Jahrtausend, als ich noch Schüler war. Wir können nur Lösungen finden, wenn wir wirklich in die Realität schauen, meine Damen und Herren, und die Schulen auf der Höhe der Zeit ausstatten. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Schwarz, CDU-Fraktion. Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen! Das Land Hessen ist ein attraktiver Arbeitgeber und erfolgreicher Wettbewerber im bundesweiten Kampf um die besten Köpfe für unsere Schulen. Der SPD-Antrag ist eine Steilvorlage zu einem Faktencheck. Diese 14 Punkte, die haben alles an Zutaten, dass man sich wirklich mal intensiver damit befasst. Allerdings in Anbetracht von 10 Minuten Redezeit will ich mich auf drei Kernpunkte beschränken. Erstens, wie sind die Arbeitsbedingungen? Zweitens, wie sind die Rahmenbedingungen? Und drittens, wie ist die politische Motivlage zu diesem Antrag? Und, werter Herr Kollege Degen, dann fangen wir einmal mit den Arbeitsbedingungen an. Zum 1. August letzten Jahres wurde die Wochenarbeitszeit in Hessen um eine Stunde reduziert. Das hat unterm Strich über 600 zusätzliche Stellen für unsere Schulen in Hessen bedeutet. Und zeitgleich, zum 1. August 2017, gab es eine Besoldungserhöhung von 2%. Und dann wurden am 1. Februar dieses Jahres noch einmal 2,2% nachgelegt. Und da können wir stolz drauf sein, meine Damen und Herren. Genau das haben unsere guten Lehrkräfte nämlich verdient, die jeden Tag eine zuverlässige und präzise Arbeit abliefern. Und genau deswegen hat unser Innenminister Peter Beuth, dem ich dafür herzlich danke, in den Tarifvertrag auch das bundesweit einmalige Hessenticket eingepreist, wo die Beamten, wo die Partnerinnen und Partner der entsprechenden Kräfte, aber auch Kinder noch mitfahren dürfen. Und das gibt es bundesweit, wie eben schon gesagt, nur einmal, nämlich in Hessen. Wir sollten dann schon einmal den Mut haben, uns mit den Bereichen zu befassen, die die SPD verantwortet, SPD-geführte Landesregierungen. Die fallen nämlich deutlich in der Besoldungsanpassung zurück. Die fallen deutlich in den Sonderzulagen zurück. Und es soll SPD-geführte Bundesländer geben, die bei 9 Beamtenstellen von vornherein bei der Einstiegsstufe einen Abschlag einpreisen. Und, das ist dann der Knaller, unter Verzicht auf Verbeamtung. Ich sage es noch einmal, unter Verzicht auf Verbeamtung. Das haben von Ihnen geführte Landesregierungen zu verantworten. Das gibt es mit uns nicht. So.
Und weil der Kollege Degen ja eben so munter war und sich mit den Protestaktionen heute Nachmittag am Luisenplatz schon befasst hat, will ich mich mal näher mit der GEW befassen. Die GEW fordert nämlich mit dem Streikaufruf an die hessischen Lehrkräfte mittelbar dazu auf, die Verbeamtung in Hessen abzuschaffen. Damit legt sie die Axt an die Wurzel der Verbeamtung, die Axt an das Berufsbeamtentum. Ich kann nicht nachvollziehen, wie man einen so groben Unfug zum Nachteil der Beschäftigten und zum Nachteil im Wettbewerb mit anderen Bundesländern fordern kann und so etwas unterstützen kann. Das geht mit uns nicht. Ich bin hochgespannt, wie die Klage, die von den GEW-Mitgliedsbeiträgen finanziert wurde, am 01.06.2018 beim Bundesverfassungsgericht dann entschieden wird. Ich hoffe, dass die Bundesverfassungsrichter sagen, Streikverbot gilt, denn es gibt eine Treuepflicht der Beamten gegenüber dem Dienstherrn. Und der Blick der SPD und der Blick der GEW, die reichen ja noch nicht einmal bis über das Rheinufer. Das muss man sich ja einmal vergegenwärtigen. Noch nicht einmal bis über das Rheinufer, Herr Thorsten Gümbel. Das will ich einmal deutlich sagen. Rheinland-Pfalz, Einstieg A13. Einstieg A13. Jetzt können Sie einmal raten, wie dort bezahlt wird. 4.000 € Jahresgehalt weniger als in Hessen. Was ist daran schlechter? 4.000 € Jahresgehalt weniger als in Hessen. Der GEW-Geschäftsführer Brandt, Rheinland-Pfalz, der sagt, uns wandern reihenweise Referendare über den Rhein nach Hessen und nach Nordrhein-Westfalen. Deswegen, weil die dort besser bezahlen. Der Landesvorsitzende Klaus-Peter Hammer, GEW, Landesvorsitzender in Rheinland-Pfalz, der sagt, dpa, Januar 2018 nachzulesen, das Land Hessen und Nordrhein-Westfalen zahlen deutlich besser. Und das zeigt, offenkundig ist das Land Hessen ein sehr attraktiver und erfolgreicher Arbeitgeber. Da freuen wir uns drüber. So, und dann machen wir weiter. Wir könnten jetzt mit Niedersachsen, wir könnten mit Berlin, wir könnten mit Brandenburg, wir könnten auch mit Thüringen Vergleiche ziehen. Das lassen wir aber bleiben. Da fehlt halt die Zeit zu. Überall dort, wo Sie etwas zu sagen haben, klappt nämlich nichts. Damit es auch einmal klar ist, klappt nichts und ohne jegliches Konzept. Oppositionsrhetorik ohne Konzept, das ist Ihr Motiv, geschenkt. Daran sind wir gewöhnt. Deswegen ist das ja auch wieder ein unglaublich innovativer Antrag, der heute vorgelegt wurde. Ob, und jetzt passen Sie bitte auf, ob die GEW-Funktionäre, allerdings noch ihrem Anspruch, eine Lehrergewerkschaft führen zu wollen, gerecht werden, oder ob sie die fünfte Kolonne der Linkspartei sind. Das muss man in der Tat einmal überprüfen, meine Damen und Herren. In der Tradition, ja, hören Sie noch hin, in der Tradition von Jochen Nagel. Und ich würde gerne dann einmal von SPD und von Linkspartei hören, wie sie sich denn dazu verhalten. Und dann kommen wir zu einem spektakulären Schreiben. Ich war erschüttert. Ich sage es hier von klar. 15. Mai, das freut mich, wenn Sie erschüttert sind, dann mache ich alles richtig. Sehr gut, freut mich sehr, dann mache ich alles richtig, wenn Sie erschüttert sind. Also, 15. Mai dieses Jahres schreibt doch die Landesvorsitzende Frau Koch, GEW-Landesvorsitzende, die hessischen Schulleitungen an und sagt, Bundeswehr auf dem Hessentag ist schlecht, bitte gehen Sie nicht mit Ihren Klassen zur Bundeswehr auf dem Hessentag. Ich bin fassungslos. Ich sage es Ihnen klipp und klar. Da kommen solche Stilblüten, und da zitiere ich mal. Ausbildung zum Soldaten bedeutet töten lernen. Berufsausbildung bei der Bundeswehr ist zivil nicht brauchbar. Jugendoffiziere würden desinformieren. Der Verzicht auf wesentliche Grundrechte wie körperliche und geistige Unversehrtheit würden bei einer Ausbildung bei der Bundeswehr damit automatisch einhergehen. Und das ist die Krönung der Frechheit, die Prämisse, dass die Bundeswehr eine demokratisch legitimierte Parlamentsarmee sei, die gelte nicht mehr. Also, ich sage es noch einmal, und da sind wir selber am Thema. Klassenfahrten, Sie als SPD, als Linkspartei
aber auch die Bildungsgewerkschaft GEW müssen sich dann schon entscheiden. Sollen sich denn Schülerinnen und Schüler mit ihren Lehrern informieren bei verschiedenen Arbeitgebern? Soll das größte Landesfest, das es in ganz Deutschland gibt, eine Plattform sein von denjenigen, die unser Land hochhalten? Ja oder nein? Ich hätte gerne eine Antwort von Ihnen. Eine Antwort von Ihnen, Herr Kollege Degen, gerne auch von Ihnen, Herr Schäfer-Gümbel. Und das sage ich Ihnen klipp und klar. Ja, wir als CDU-Fraktion werden die Bundeswehr bei dem Hessentag besuchen. Da werden wir Gespräche auch mit dem Oberst AD Damm führen, der die Aktionsbühne für Menschen mit Behinderungen macht. Und ich weiß, dass viele von Ihnen auch zukommen. Also noch einmal Forderungen, die heute beim Luisenplatz von der GEW angestellt werden. 500 Millionen € Sofortzulagen für die Schulen. Das ist ein Kampf gegen die Schuldenbremse. Weitere Forderungen, GEW, Einheitsschule, Totalinklusion bis zum Abitur. Das ist heute eine Wahlkampferöffnung mit den Aktionstagen und offensichtlich auch eine konzertierte Aktion. Komisch, dass die Aktion heute am Kultusministerium zeitgleich mit Ihrem Antrag dort läuft. Da kann man sich einmal Gedanken darüber machen. Denn genau diese Gewerkschaft fordert auf, dass wir ein Linksbündnis im Lande Hessen bekommen. Ein Linksbündnis. Offensichtlich scheint es dort eine Abstimmung gegeben zu haben darüber. Und da will ich nur darauf hinweisen, damit allen klar ist, worum es geht, nämlich um nicht mehr und nicht weniger als die Abschaffung eines leistungsgerechten und differenzierten Schulsystems, die Einführung einer Einheitsschule, die traditionelle Freundschaft zwischen SPD und der GEW. Über die Linkspartei habe ich eben schon gesprochen. Die ist ganz offenkundig. Deswegen würde ich gerne heute einmal wissen, wo die SPD steht. Da komme ich zu Punkt 2. Wir haben die unterschiedliche Position zwischen Landesregierung und SPD hier schon besprochen. Denn deswegen muss einmal darüber gesprochen werden, was hier geleistet wird mit den höchsten Pro-Kopf-Ausgaben von allen Bundesländern und dem höchsten Zuwachs an Bildungsausgaben in den letzten 10 Jahren von allen Bundesländern. Und weil das so schön ist, Frau Präsidentin, mit Verlaub will ich Ihnen einmal zeigen, wenn alles in diesem Land so schlecht ist und trotz dessen. Herr Kollege, mit Verlaub, Ihre Redezeit ist zu Ende. Alle Länder, wir haben hier eine Übersicht, und hier haben wir die Entwicklung von Lehrer- und Schülerzahlen. Seitdem wir Verantwortung haben, 10.000 Stellen mehr. Die grünen Zahlen sind die Schüler, ja, und die blauen Zahlen, das sind die Lehrer. Und da wollen wir stolz drauf sein. Also täuschen Sie die Öffentlichkeit nicht. Herr Kollege, letzter Satz. Täuschen Sie die Öffentlichkeit nicht. Treiben Sie die Leute nicht auf die Bäume. 7 von 8 Wahlversprechen der SPD werden sich nicht erfüllen, denn genau das haben Sie in Haushaltsplänen nicht hinterlegt. Das muss die Öffentlichkeit wissen. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollegin Faulhaber, Fraktion DIE LINKE. Das ist irgendwie schlecht, wenn so ein Riese vor dir gesprochen hat. So, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die Wiederholung ist die Seele der Pädagogik. Das ist ja offensichtlich das lobenswerte Motto vom Kollegen Degen. Es gibt kaum eine Plenarwoche in diesem Jahr, in der die Überlastung der Lehrkräfte in irgendeiner Form nicht angesprochen worden wäre. In vielen Briefen berichten Kolleginnen und Kollegen aus den Schulen über ihre Belastungen. Aber aus dem Kultusministerium kommt keine angemessene Reaktion. Herr Lorz antwortete auf die Frage, wie viele Überlastungsanzeigen beim Kultusministerium eingegangen seien, kürzlich mit 2. Zwei. Hier sind die Ausdrucke von diesem Jahr. Die vom letzten habe ich erst gern mitgebracht. Das sind nur die, die ich auch erhalten habe. Ich nehme an, es gibt noch ein paar mehr.
die im Kultusministerium gelandet sind. Ich bin ja jetzt Sonderpädagogin. Ich kann Ihnen Nachhilfeunterricht geben, um einen Zahlenbegriff zu implementieren. Das mache ich gern, meine Damen und Herren. Aber jetzt mal ganz ernsthaft, Herr Leutz, was muss eigentlich noch passieren, damit die Erfahrungen und Belastungen der hessischen Lehrkräfte von Ihnen auch beachtet werden? Egal, was probiert wurde, Sie ignorieren die Bemühungen der Lehrkräfte bestenfalls. Ich sage extra bestenfalls, weil das grenzt ja, was Sie machen, das ist arrogant und das grenzt an Verhöhnung. Ich denke da nur an die Aussage, die Grundschullehrkräfte sollten sich mal nicht über die Bezahlung beschweren, sie würden ja nicht am Hungertuch nagen. Ja, mittlerweile dementieren Sie, dass Sie so etwas gesagt haben, aber man kann Aussagen schlecht zurücknehmen. Vielleicht sollten Sie gegenüber der Presse mal ein bisschen vorsichtiger sein und sorgsamer auf Ihre Wortwahl achten. So, nun zum Antrag der SPD. Wir unterstützen ihn natürlich. Viele der Forderungen haben wir in der Vergangenheit ja selbst gestellt. Daher kann ich hier auch schon eine Prognose abgeben, die vielleicht ganz so unrealistisch ist, was mit diesem Antrag passieren wird. Aber die Hoffnung stirbt ja bekanntermaßen zuletzt. Ehrlich gesagt verstehe ich aber Ihre Taktik nicht, meine Damen und Herren von der Regierung. Was ist eigentlich so schlimm daran, als Regierung ein realistisches Bild der hessischen Bildungspolitik zu zeichnen? Eine klare Einschätzung oder eine Bedarfsanalyse wäre doch die Voraussetzung für die Weiterentwicklung der Schulen. Und dann würden sich die Kolleginnen und Kollegen auch sicher ernster genommen werden, als das derzeit der Fall ist. Meine Damen und Herren, wir reden doch hier nicht über eine Bosheit der Opposition, Herr Schwarz. Nicht wir haben die Lehrerinnen und Lehrer angestachelt, sich doch einmal beim Kultusministerium über die untragbaren Arbeitsbedingungen zu beschweren. Wir haben diese Zustände durch die Schreiben der Lehrkräfte und Rektoren und durch Besuche und Gespräche an den Schulen selbst auch ja erst in Erfahrung gebracht. Der große Unterschied zwischen Opposition und Regierungsbank ist jedoch, dass wir ernst nehmen, was wir sehen und was uns geschildert wird, und dass wir nicht den Mantel des Schweigens ausbreiten und stattdessen Märchen erzählen, wie gut es an unseren Schulen doch ist und wie schlecht die Opposition alles macht. Leider muss man ja da gar nicht so viel problematisieren, weil es ist einfach vieles problematisch. Und die Studien, die zu den Themen Arbeitsbelastung und Gesundheitsgefährdung. Kollegin Faulhaber, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Nein, mache ich nicht. Arbeitsbelastung und Gesundheitsgefährdung von Lehrkräften vorliegen, die bestätigen dies. Realitätsverleugnung und Schönfärberei helfen nicht. Ihre Taktik geht zulasten derer, für die Sie verantwortlich sind, Herr Lorz. Da seitens des Kultusministeriums nichts dafür getan wird, die massiven Überlastungen der Lehrkräfte an den hessischen Schulen abzubauen, werden sich natürlich Unzufriedenheit und Lehrkräftemangel weiter verstärken. Die Probleme verschwinden ja nicht durch Ignoranz, sondern dadurch, dass man etwas tut. So, da Wiederholungen offensichtlich zu keinem Lernerfolg beim Kultusministerium führen, freue ich mich, dass Lehrerinnen und Lehrer Aktionen vorbereitet haben und trotz des Streikverbots für Beamte auf die Straßen gehen, weil sie so nicht mehr weitermachen können und auch nicht mehr weitermachen wollen. Darüber sprechen wir heute nicht. Sie haben auch das Thema verfehlt bei Ihrer Rede. Ich würde es machen, und zwar trotz der Gefahr, dass jedem Teilnehmer und jeder Teilnehmerin ein Disziplinarverfahren droht, da der Kultusminister zwar die Streikgründe ignoriert, aber nicht den Streik. Das hat uns die Vergangenheit gelehrt. 2015 streikten über 4.000 verbeamtete Lehrkräfte, weil ihre Arbeit mit einer tariflichen Nullrunde belohnt wurde, statt sie wertzuschätzen. Dann wurden Juristen eingestellt, aber keine Lehrkräfte. Das sagt doch dann schon alles über diese Bildungspolitik. Und dieses traurige Kapitel Ihrer Amtszeit, Herr Lorz, ist irgendwie beispielhaft dafür, wie Sie die Prioritäten in der Bildungspolitik setzen. Also, DIE LINKE steht jedenfalls solidarisch an der Seite der Kolleginnen und Kollegen, die sich heute und morgen Gehör verschaffen werden. Sie haben die Aktion unter den Titel „Bildung braucht bessere Bedingungen“ gestellt. Und wie recht Sie mit diesem Slogan haben, zeigt eine kurze Bilanz Ihrer Politik, Herr Lorz. Ganztagsschulausbau gescheitert.
Inklusion wird wieder zurückgefahren. Lehrermangel, erst geleugnet, jetzt ein Dauerproblem. Gerechte Bezahlung der Grundschullehrkräfte, bestenfalls Hohn aus dem Kultusministerium. Pakt für den Nachmittag, hochgejubelt, wenig Resonanz, nur etwa 20% Beteiligung. Zufriedenheit mit der hessischen Bildungspolitik, bei Schülerinnen und Schülern und Lehrkräften wenig vorhanden. Unterrichtsausfall wird ignoriert. Im Zeugnis würde stehen, Klassenziel verfehlt. Aus aktuellem Anlass zuletzt noch einmal ein paar Worte zu dieser Bundeswehr, die der Herr Schwarz ja irgendwie hier noch anbringen musste. Die Bundeswehr ist kein normaler Arbeitgeber. Da kann man nicht so tun, als kann man da ein Praktikum machen oder Schüler einfach hinschicken. Soldaten werden für bewaffnete Konflikte ausgebildet. Das nennt man landläufig Krieg. Und nebenbei schaffen wir noch auf der Welt Elend und Fluchtursachen und keinen Frieden und keine Stabilität. Würden Sie das Geld lieber in die Bildung stecken, das Sie ausgeben für die Bundeswehr, auch am Hessentag, dann hätten Sie mehr davon. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Wagner, Bündnis 90, die Grünen. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die Opposition macht zum wiederholten Male die Bildungspolitik zum Thema im Plenum. Sie setzt dabei offensichtlich auf das pädagogische Prinzip der Wiederholung. Was verbirgt sich hinter dem pädagogischen Prinzip der Wiederholung? Man hat die Hoffnung, dass dadurch, dass man Sachverhalte oder das, was man für Sachverhalte hält, immer wiederholt, dass sich das dann dadurch verfestigt. Das ist das pädagogische Prinzip der Wiederholung. Es funktioniert aber nur dann, wenn das Gesagte auch tatsächlich richtig ist. Und hier sind erhebliche Zweifel angesagt bei dem, was die Opposition hier heute vorgetragen hat. Wir müssen in diesem Haus doch nicht darüber streiten, dass unsere Schulen vielfältig herausgefordert sind, dass wir eine Reihe von gesellschaftlichen Veränderungsprozessen haben, die sich natürlich auch in unseren Schulen widerspiegeln. Unsere Schulen wandeln sich von der Halbtagsschule zur Ganztagsschule. Das geht nicht von selbst, das erfordert sehr viel Arbeit. Unsere Schulen sind vielfältig herausgefordert durch eine Schülerschaft, die immer bunter, immer vielfältiger, immer heterogener wird, die aus immer mehr Ländern zu uns ins Schulsystem gekommen sind. Das alles sind Aufgaben, die Schulen bewältigen müssen, an denen Lehrerinnen und Lehrer jeden Tag hart arbeiten. Und wir sind dabei, in unserer Gesellschaft uns zu verändern von einem exkludierenden Schulsystem, wo Schülerinnen und Schüler mit Behinderung eben nicht selbstverständlich dazugehörten an der Regelschule, hin zu einem inklusiven Schulsystem. Das ist eine gigantische Aufgabe, die unsere Schulen fordert. Darüber müssen wir nicht streiten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Falsch ist aber die Behauptung der Opposition, unsere Schulen würden mit diesen Herausforderungen alleingelassen. Diese Aussage ist falsch, meine Damen und Herren. Ich will nur einige der Maßnahmen in Erinnerung rufen, die wir in den vergangenen Jahren auf den Weg gebracht haben, um unsere Schulen bei der Bewältigung dieser Herausforderungen zu unterstützen. In der vergangenen Legislaturperiode wurden die Klassen verkleinert durch die Abschaffung der Sternchenregelung. In der vergangenen Legislaturperiode wurde auf den Weg gebracht, dass wir nicht nur eine 100% Lehrerversorgung haben, sondern eine 105% Lehrerversorgung. Und wir sind diesen Weg in dieser Legislaturperiode weitergegangen. Während andere Bundesländer Lehrerstellen abgebaut haben, haben wir die 105% gehalten und weitere Lehrerstellen aufgebaut, meine Damen und Herren. Wir haben, weil wir wissen, dass Schulen vielfältig gefordert sind, den Sozialindex auf den Weg gebracht und seit seiner Einführung Schuljahr für Schuljahr die Lehrerzuweisung nach Sozialindex ausgeweitet.
als viele, auch Kinder, ihre Heimatländer verlassen mussten, weil sie vor Krieg, vor Gewalt, vor Terror geflohen sind, haben wir unsere Schulen mit zusätzlichen Lehrerstellen unterstützt, damit diese Schülerinnen und Schüler einen Einstieg in unser Bildungssystem haben, damit sie die deutsche Sprache lernen können. Und wir haben unsere Schulen auch unterstützt bei der Integration dieser Schülerinnen und Schüler in die Regelklassen. Es ist nicht so, dass wir unsere Schulen mit den Herausforderungen allein lassen würden. Den Wandel von der Halbtagsschule zur Ganztagsschule unterstützen wir durch eine Verdopplung beim Tempo des Ganztagsschulausbaus. Wir haben zwei kommunale Investitionsprogramme aufgelegt, die ganz wesentlich auch der Ausstattung, der baulichen Ausstattung unserer Schulen zugutegekommen sind. Obwohl das Land eigentlich nicht hierfür zuständig ist, sondern die Kommunen, haben wir gesagt, wir engagieren uns auch in diesem Bereich, weil wir die Schulen eben nicht allein lassen, meine Damen und Herren. Und jetzt in diesem Jahr kommen 700 Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen an unsere Schulen. Zum ersten Mal engagiert sich das Land systematisch und landesweit in der Schulsozialarbeit, weil wir wissen, neben dem Bildungsauftrag wird auch der Erziehungsauftrag unserer Schulen immer wichtiger. Unsere Lehrerinnen und Lehrer können viel, aber sie können eben nicht alles, und sie sollen auch nicht alles leisten müssen, sondern sie brauchen Unterstützung auch durch Sozialpädagogen und Sozialpädagogen. Und auch das bringen wir in diesem Jahr noch auf den Weg an Unterstützung für unsere Schulen. Sind dadurch alle Probleme an den Schulen gelöst? Selbstverständlich nein, meine Damen und Herren. Selbstverständlich nein. Die Herausforderungen sind groß, und es gibt auch immer wieder neue Herausforderungen. Und wir haben ein Problem, dem sich alle Bundesländer stellen müssen, und dieses Problem geht auch an Hessen nicht vorbei. Wir haben bundesweit eine Lehrerknappheit. Wir haben bundesweit zu wenig Lehrerinnen und Lehrer. Aber auch wenn wir uns da anschauen, wie steht Hessen denn da im Bundesländervergleich bei der Bewältigung dieser Herausforderung, dann müssen wir auch hier feststellen, Hessen steht vergleichsweise gut da bei der Bewältigung dieser Aufgabe. In Hessen kann es passieren, dass nicht für jede Stelle sofort die passende Person gefunden wird. Das ist bei den Schulen vor Ort mit riesiger Arbeit verbunden. Da gibt es auch nichts zu beschönigen. Es kann sein, dass nicht immer gleich die richtige Person gefunden wird für die Stelle. Aber, meine Damen und Herren, in Hessen gibt es die Stellen für Lehrerinnen und Lehrer im Gegensatz zu anderen Bundesländern. Und wenn wir über Herausforderungen reden, dann lassen Sie uns doch darüber streiten, wie wir diese Herausforderungen bewältigen. Und was ist da die Antwort der Opposition? Die Antwort der Opposition ist, dass sie auf jedes Problem, das es gibt, sagt, machen wir, wir stellen zusätzliche Mittel zur Verfügung, alles kein Problem. Die Versprechungen allein der Sozialdemokratie in diesem Haus an die Bevölkerung, ja, das hören Sie nicht so gerne, an die Bevölkerung in den verschiedenen Bereichen der Landespolitik, belaufen sich mittlerweile auf 3,19 Milliarden Euro. 3,19 Milliarden Euro. Und jede Bürgerin und jeder Bürger muss wissen, die SPD weiß, dass sie diese Versprechen nicht wird halten können. Denn wer allen alles verspricht, verspricht in Wahrheit niemand etwas, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD. Was ist die zweite Antwort der SPD? Das steht ja noch einmal wunderbar in Ihrem Antrag. Sie wollen zur Bewältigung der Herausforderungen an unseren Schulen mehr Berichte, mehr Statistiken, mehr Bürokratie. Das Allerletzte, was unsere Schulen brauchen, sind mehr Berichte, mehr Bürokratie und mehr Statistiken, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD. Das ist das Allerletzte, was unsere Schulen brauchen.
Wir müssen weiter daran arbeiten, dass unsere Schulen die Herausforderungen bewältigen können. Wir haben eine ganze Menge schon auf den Weg gebracht, aber natürlich müssen weitere Maßnahmen folgen. Wir haben mit den Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen den Einstieg in die multiprofessionellen Teams an unseren Schulen geschaffen. Und das müssen wir weitergehen. Wir haben das Leitbild, dass wir Schulen haben, in denen Lehrkräfte, Förderschulpädagoginnen und Pädagogen, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen gemeinsam an Förderkonzepten für die Schülerinnen und Schüler arbeiten. Da wollen wir hinkommen. Das sind wir noch nicht, aber da wollen wir hinkommen. Und wir wollen natürlich auch, dass unsere Schulen durch vom Land finanzierte Verwaltungskräfte in ihren Aufgaben unterstützt wird. Denn es macht keinen Sinn, dass pädagogisch toll ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer sich an unseren Schulen mit Verwaltungstätigkeiten beschäftigen müssen. Wir wollen die besten Schulen an den Orten mit den größten Herausforderungen. Und genau das ist die Idee und der Ansatz hinter der Lehrerzuweisung nach Sozialindex und hinter den Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen. Wir wollen fragen, wie ist die Schülerschaft einer Schule zusammengesetzt und was braucht sie dafür eine Unterstützung. Und diese Schulen, die pädagogisch Hervorragendes leisten, die sollen vom Land auch noch besser unterstützt werden. Sie sehen, wir haben eine Menge gemacht, wir haben aber auch noch eine Menge vor für unsere Schulen. Aber was nicht hilft, sind Statistiken, Berichte und Bürokratie, sondern konkrete Ideen, was man an unseren Schulen verändern will. Ein letzter Punkt. Wir haben begonnen, die Fehler der letzten Legislaturperiode bei der Umsetzung von Inklusion zu korrigieren. Mit den inklusiven Schulbündnissen. Bislang war es so, an jeder Schule wird ein bisschen etwas gemacht, aber an keiner Schule wird etwas richtig gemacht. Dieses Umsetzungskonzept noch aus FDP-Kultusministerin Kollege Wagner, kommen Sie bitte zum Schluss. Haben wir beendet. Und wir wollen, dass Förderschulpädagoginnen und Pädagogen selbstverständlich mit vollem Stundendeputat an einer Schule sind, damit man angemessene Förderkonzepte realisieren kann. Die einen wollen Statistiken, wir wollen Verbesserungen. Ich habe eine ziemlich klare Vorstellung, was unseren Schulen mehr hilft. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Applaus